Er hat die DNA einer Familienband. Michael Patrick Kelly. Sein letztes Album stand fast sagenhafte 100 Wochen in den Charts. Er schafft es einfach, mit seiner Musik Pflege für die Seele zu betreiben, wenn man das so sagen kann. Während des Lockdowns gab er ein Konzert im Kölner Dom, das ihm sehr, sehr wichtig war. Überhaupt auch der Ort. Als Katholik betet der Musiker auch mal für andere, wie einen Freund, der kurz vor einer OP steht. Der Spagat zwischen Stille und lautstarkem Konzert, auch darüber hat er mit uns gesprochen. Diese Abende gehen ihm unter die Haut. Michael Patrick Kelly füllt auf seiner Deutschlandtour die größten Hallen. Tausende Fans kommen jeden Abend zu seinen Konzerten. Und auch nach vielen Jahrzehnten im Showgeschäft lässt ihn das nicht kalt. Schlafstörungen inklusive. Nach Konzerten bin ich erstmal high. Und ich kann bis 3, manchmal 4 Uhr nicht schlafen. Also das ist einfach, man hat so viel Endorphine, Adrenalin. Am nächsten Morgen bist du extrem down. Ja? Und da muss man auch mental einfach mit umgehen können und wissen, so, es ist normal, es ist eine völlige natürliche Reaktion. Und Live-Konzerte haben auch eine Suchtgefahr. Ungewöhnlich für ein Popkonzert ist diese Glocke. Gegossen aus Kriegsschrott aus dem Ukraine-Krieg. Den haben ihm Freunde bei der Rückfahrt von einer Hilfsaktion mitgebracht. Bei seinen Konzerten läutet der Sänger damit eine Schweigeminute für den Frieden ein. Ich habe so einen Artikel gelesen, dass im Ersten und Zweiten Weltkrieg über 150.000 Kirchenglocken beschlagnahmt wurden, um aus diesen Metallen Waffen herzustellen. Und ich habe diesen Prozess umgekehrt. Ich habe jetzt Granathülsen und Panzerstücke aus Butscha, aus Kiew eingeschmolzen und wir haben diese Peace Bomb gegossen. Und es ist jedes Mal für mich ein Gänsehautmoment, diese Stille, wenn 10.000 Menschen kurz die Klappe halten und so, das hat eine unfassbare Power. Der Musiker selbst macht sich in diesen besonderen Momenten ganz persönliche Gedanken. Ein Freund von mir wird jetzt am Montag operiert und heute Abend werde ich diese Schweigeminute ihm widmen, weil er hat gesagt, hey, denk an mich und so. Und ich so, okay, dann machen wir das. Schweigen und auch beten sind Dinge, die Michael Patrick Kelly aus seiner Zeit im Kloster mitgenommen hat. Die Auszeit hatte er vor einigen Jahren bitter nötig. Vor der Klosterzeit war ich wie so ein Computer mit zu vielen Viren und Bugs und brauchte so ein Reset. Und diese 6 Jahre Stille und Ruhe und einfach ja, Meditation, Gebet haben mir geholfen, mein Leben neu zu sortieren, wenn du da Kartoffeln schälen musst. Ja? Oder ein Jahr lang war ich der Müllmann und ich habe Mülltrennung ins Kloster eingeführt. Oder ich habe in der Wäscherei gearbeitet, komm runter von deinem Popstar-Getour. Das tat unfassbar gut. Und nach den 6 Jahren haben die älteren Mönche gesagt, so Junge, jetzt reicht's, raus mit dir, mach Mucke, such dir eine schöne Frau, geh mit Gott, wird gut. Und das ist auch passiert. I just wanna throw back when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. Die beiden Singles aus seinem aktuellen Album Boats wurden über 150 Millionen Mal gestreamt. Am 11. November wird das Album neu aufgelegt. Zu hören gibt es darauf dann auch 6 neue Songs. Auf der Bühne können die Fans ihn noch bis kommenden Februar sehen. Für den gebürtigen Iren echte Heimspiele. Das deutsche Publikum ist unfassbar treu. Also wir haben Leute im Publikum, die kennen mich noch aus Zeiten, da war ich noch Teenager. Ja? Aber es gibt auch Kids, so kleine 5-, 6-, 7-, 8-Jährige, die zum ersten Mal auf ein Konzert kommen und dann stehen die irgendwie auf den Schultern ihrer Eltern mit irgendeinem Schild und wollen ein Selfie oder ein Geschenk und das ist total süß. Ob mit Pop oder mit Stille, ob im Kloster oder in den Hallen, Michael Patrick Kelly sucht die besonderen Musikmomente. Thank you very much!